Hallo, dieses Buch habe ich gelesen. Es heißt Rico Oskar und die tiefer Schatten von Andrea Steinhöfel. Nun, der Hauptcharakter dieses Buches ist Rico, der tiefbegabt ist, und sein bester Freund Oskar, der hochbegabt ist. Die sind so dicke Freunde, dass sie sich fast jeden Tag zusammentreffen. Das Problem ist, dass Rico tiefbegabt ist, dass sie sich immer verläuft und sehr lange braucht, Sachen zu verstehen. Aber eines Tages schwindet Oskar auf eine mysteriöse Weise und Rico muss Oskar suchen. Im Moment ist der Mr. 2000, der Kinderklaut, die alleine gehen, unterwegs. Die Frage besteht, könnte Mr. 2000 ihn genommen haben? Und die größte Frage ist, wer ist Mr. 2000? Oskars Vater interessiert das überhaupt nicht, denn Oskar und sein Vater beschimpfen sich immer und sein Vater möchte so, aber Oskar nicht. Nun, ich gebe dem Buch 8 von 10 Sternen. Es ist super, toll, spannend und witzig. Ich war nämlich mal bei einer Vorlesung von Andrea Steinhöfel. Das war super. Egal. Jetzt, wenn ihr mein Video mochtet, lasst ein Like, abonniert mich, wer mich noch nicht abonniert habt, und lasst ein Like, danke, tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal.